Ich stehe hier mit Dietrich Brüggemann. Schön, dass du es geschafft hast. Wir haben es gerade schon gesagt, du stellst den Film Untamed vor, also bist der Filmpate dieses Filmes und wirst es auch jetzt gleich im Anschluss machen. Kannst du uns noch mal kurz erzählen, um was es in dem Film geht? Der Film ist eine Art Dreiecksgeschichte zwischen einer Frau und ihrem Ehemann, der gleichzeitig eine schwule Affäre mit jemand anders hat. Und dann gibt es noch eine seltsame, mysteriöse andere Frau und ein erotisch höchst aufgeladenes Monster. Ich habe auch nicht ganz verstanden. Ich werde jetzt gleich nochmal gucken. Ja, so ein Ungeheuer, so ein digital, aber auch wirklich sehr gut animiertes Viech. Also würdest du sagen, die Bezeichnung, Mischung aus Sozialdrama und Science-Fiction ist ganz treffend? Ja, Sozialdrama und eher so ein Alien-Monster-Porno. Wow, also ich fand auch, ich habe mir nur die Trailer angeschaut und es war auf jeden Fall der, der interessanteste, originellste bzw. abgefahrenste. Ist er denn so wirklich so abgedreht, der Film, wie es im Trailer aussieht? Ich habe den Trailer nicht gesehen, sondern nur den Film. Aber mir wurde so berichtet, der ist so krass, far out, wahnsinnig. So wahnsinnig weit weg fand ich ihn dann eigentlich gar nicht. Das Monster ist so ein bisschen, muss man sich gedanklich im Moment hinbewegen, aber an sich geht der Film um was ganz anderes, nämlich um eine Geschichte von Menschen, die auch sehr, sehr stringent und schlüssig und liebevoll erzählt ist. Also es ist eigentlich auch einfach nur ein Film. Und wie war das bei dir? Also hast du gesagt, den Film möchte ich gern vorstellen oder wurde er dir sozusagen vorgestellt? Der wurde mir vom Zentralkomitee zugewiesen. Und kannst du dir erklären, warum jetzt gerade der Film mit dir gematcht wurde? Ist mir völlig schleierhaft, aber irgendwas wird Bernhard Karl sich schon dabei gedacht haben. Hast du denn sonst irgendwie einen Bezug zum mexikanischen Film oder hast du, Leider so gar nicht so wirklich. Also man geht ja viel auf Festivals und sieht auch viel, aber dass man mal so richtig in die Kinematografie eines Landes eintaucht, dazu muss man eigentlich schon Festivalkurator sein. Da müsste man eher Bernhard Karl fragen. Also der ist jetzt gerade nicht da. Den hatten wir schon da, ja. Ja. Nee, also da habe ich leider dann auch nur so ein Oberflächen-Stichprobenwissen. Das Leben ist einfach zu kurz. Man kann ja schon nicht alle Serien gucken, die gerade gehypt sind. Von wegen mexikanische Filme. Aber da umso schöner ist es ja, dass es Festivals wie dieses gibt, wo man wenigstens mal den einen oder anderen zu sehen bekommt, auch wenn man nicht nach Cannes und Venedig gefahren ist. Wie ist deine Beziehung so zu dem Festival hier? Also ist das so dein, einer deiner Lieblingsfestivals vielleicht in Berlin, was du besonders magst? Das ist auf alle Fälle ein schön einmaliges Festival. Und das ist auch gut, dass es das gibt, weil das füllt tatsächlich eine Lücke. Weil es bewegt sich immer mehr dahin, dass ganz viele Filme, die international wirklich überall von sich reden machen, dann einfach in Deutschland doch keinen Kinostart haben. Und hier kann man sie wenigstens mal sehen auf einer großen Leinwand. Also letztes Jahr habe ich das Festival komplett verpasst, weil ich da in der Halle in Freiburg stand und einen Stautatort gedreht habe. Aber dieses Jahr werde ich ein bisschen hingehen. Was sagst du zu der aktuellen Debatte um die Berlinale? Da wurde ja jetzt ein Brief veröffentlicht von vielen Regisseurinnen und Regisseuren, die für eine veränderte Ausrichtung plädieren in Zukunft, 2019 dann. Ja, ich gehöre auch dazu. Es sind ja eigentlich fast alle Regisseure, die in Deutschland Kinofilme machen und ich bin auch einer von denen auf der Liste. Und uns geht es einfach nur darum, dass überhaupt auch mal öffentlich darüber geredet wird. Dass es da mal ein transparentes Verfahren und sowas wie eine Debatte gibt, wohin soll die Berlinale gehen, wo steht sie, wo könnte sie sein, was ist gut, was ist nicht gut. Es geht überhaupt nicht darum, mit Kosslick abzurechnen oder sowas. Dieter Kosslick hat die Berlinale sehr, sehr erfolgreich ins neue Jahrtausend geführt und großartige Arbeit geleistet. Es geht einfach nur um die Frage, was passiert jetzt, was ist der nächste Schritt, wie geht's weiter. Wie könnte ein Festival aussehen? Wie muss ein Festival heutzutage aussehen? Gibt es vielleicht eine Doppelspitze? Muss es wirklich eine Frau sein? Muss es überhaupt jemand aus Deutschland sein? Und so weiter. Da muss einfach mal offen drüber geredet werden, anstatt dass einfach jemand von der Politik einem vorgesetzt wird und das hat man dann zu akzeptieren. Also in anderen Ländern ist selbstverständlich, dass es da eine Kommission geben würde, die da entscheidet. Und darum geht es uns, dass überhaupt mal die Debatte aufgemacht wird. Und habt ihr schon einen nächsten Schritt geplant, falls diese Transparenz nicht stattfindet? Weil im Moment tut sie es ja noch nicht. Also jetzt auch von Frau Grütters. Also dass einfach jemand von der Politik einem vorgesetzt wird und das hat man dann zu akzeptieren. Also in anderen Ländern ist selbstverständlich, dass es da eine Kommission geben würde, die da entscheidet. Und darum geht es uns, dass überhaupt mal die Debatte aufgemacht wird.
Und habt ihr schon einen nächsten Schritt geplant, falls diese Transparenz nicht stattfindet? Weil im Moment tut sie es ja noch nicht. Also jetzt auch von Frau Grütters. Also ich finde, dass überhaupt so viele vielfältige Leute sich zusammenfinden zu einem gemeinsamen Statement, das bedeutet schon eine Menge. Und das ist schon sehr, sehr gut. Und uns ist aber auch total wichtig, dass wir jetzt nicht hier irgendwie von Kritikern, es gibt unter Kritikern viele erklärte Feinde von Kosslick, da lassen wir uns nicht vereinnahmen, da lassen wir uns nicht in einen Topf schmeißen. Darum geht es nicht, habe ich wie gerade gesagt. Und der nächste Schritt, wir werden jetzt ganz bestimmt kein Aktivistenkartell. Wir machen schon hauptberuflich Filme. Aber in dem Moment war das mal wichtig. Es ist auch ein Moment der Selbstermächtigung. Wir haben was zu sagen, wir haben da eine Stimme. Und da verschaffen wir uns auch Gehör. Magst du uns doch erzählen, was bei dir gerade so ansteht? Darf man sich auf was Neues bald freuen? Ich habe ja schon einen zweiten Tatort gedreht. Das dauert noch ein bisschen, der kommt nächstes Jahr irgendwann raus. Ich schreibe gerade diverse Drehbücher, habe aber auch gerade eine Band gegründet und die wird nächstes Jahr eine Platte machen. Ich komme ja eigentlich aus der Musik. Was für eine Musikrichtung? Ach, das ist im weiten deutschen Indie-Pop-Bereich. Ist nicht allzu weit weg von den ganzen Knüpphausens und Pengs und Catcars und so weiter. Diese Leute, für die ich viele Videos gemacht habe, irgendwie bleibt man auch in dem Dunstkreis. Aber die Band hast du jetzt neu gegründet? Habe ich das richtig verstanden? Oder gibt es die schon länger? Die Band habe ich neu gegründet. Es ist eigentlich ein Duo-Projekt von Desiree Kleukens und mir. Alles klar. Kennst du den Regisseur Jan Speckenbach? Persönlich nicht, aber vom Namen her natürlich ja. Dann hast du jetzt heute, glaube ich, die Möglichkeit, ihn auch kennenzulernen. Wir haben ihn jetzt gleich bei uns zu Gast. Ich sage erstmal vielen Dank an dich dafür, dass du da warst. Viel Erfolg bei der Filmvorstellung. Das heißt Erfolg, viel Spaß, sage ich mal. Und auf dem Festival auch allgemein. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Dietrich Brüggemann.